Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Fiat 80er Series an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder JDM 96. Gibt es auch für PlayStation 4 und Xbox One, natürlich auch für PC und Mac. Und findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und Kompaktaktoren. Nun haben wir ihn, Fiat 80 Series. 58 PS Leistung standardgemäß, 100 Diesel, 25 km/h Max Speed, für 15.000 Anschaffung, 765 im Leasing. Hauptfarbe kann geändert werden von Orange in Kackbraun, wenn man das so sagen kann. Mit Konfiguration, Design, Motor aus Führung, Frontlader, Anbau und Reifenvariante stehen euch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Konfigblöcke zur Verfügung. Konfiguration gibt es einmal Standard, 350 und 750 Kilo Frontgewicht. Design, Aufkleber Fiat Typ 1 und Fiat Typ 2. Also im Endeffekt habt ihr hier vorne die Zahl und hier und dann habt ihr es halt einfach so zentriert, nenne ich es einfach mal. Design Nummer 2 ist einmal Standard und einmal mit Rundumleuchte, beziehungsweise dann halt ohne. Motorausführung 580, 680, 780 und 880, heißt 58, 68, 78 und 88 PS Leistung. Frontladeranbau, nein, ja. Und Reifenvariante Standard und Pflegebereifung. Schickes Gerät. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal Fiat 880, also höchste Motorausführung dastehen. Diegel sehen soweit toppi aus. Wir haben hier hinten Trelleburg-Reifen, 380-80R38er drauf, vorne dementsprechend solche Standard-Dinger, also das ist ein 2WD in dem Fall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, vorne dann dementsprechend nochmal Fiat, Arbeitslichter, dann hier das 750 Kilo Frontgewicht, keine Fronthydraulik zur Auswahl. Oben nochmal Fiat, zwei Arbeitslichter, in dem Fall hier Rundumleuchte, hinten im Heckbereich Bremslichter, Blinker, Anschlüsse, hinten Arbeitslichter und hier auch nochmal Fiat-Branding. Im Innenbereich haben wir erstmal zwei Spiegel, die momentan nicht wirklich eine Funktion haben. Haben hier den Sitzlenkrad, was sich dementsprechend alles schon mal schön bewegen lässt. Armaturen vorne und die Decke. Hier oben ist so irgendwie, ist zwar da, aber irgendwie nicht so austexturiert in Anführungsstrichen. Also ich denke mal, es ist Lüftung oder irgendwas, aber weil Dach ist, ist keins da. Aber ansonsten, ja, ist okay. Schwankt zwischen okay und gut. Vielleicht ein bisschen Detailarm hier drin, aber ansonsten immer noch alles in Ordnung. Ja, hören wir uns mal den Sound an. Ja, hört sich ja prinzipiell eigentlich erstmal ganz gut an. Ich hatte gerade so, also beim Starten selber, klar, ist nicht LS19 Standard. Dann hatte ich so gedacht, Moment, kenne ich irgendwoher, aber irgendwie auch nicht. Also hört sich, es ist kein Standard-Sound. Muss man schon auf jeden Fall mal lassen. Bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Hört sich gut an, wie nah am Original, schreiben wir dann wie immer die Bewertung mit rein, wenn wir dazu was sagen können. So, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht, die Spiegel haben wirklich keine Funktion. Leider Gottes, was sehr schade ist. Fahrer ist animiert, Gasbremse wird gedrückt, sieht man auch hier wunderschön im Außenbereich, Hände am Lenkrad sind, bewegen sich in dem Fall auch. Wir haben ein Tacho vorne, allerdings ist das Ganze so relativ klein gehalten, dass ich da nichts mehr lesen kann, aber ich glaube, das sind die Umdrehungen pro Minute, was der Zeiger da mit anzeigt, ja, ist schon mal in Ordnung. Blinker und Co. werden vorne im Dashboard leider nicht mit angezeigt, wir gehen einmal hier in die Nacht mit rein, haben in dem Sinne auch keinerlei Beleuchtung hier vorne an den Armaturen mit dran, na, ihr seht, ist schade. Blinker sind aber außen mit dabei, nur hinten, also vorne gibt es per se keine, die hintersten Blinker reflektieren aber leider nicht. Rundumleuchte ist da und reflektiert. Hube ist auch da, schön. Normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht ist auch mit da, lässt sich separat auch mit Numpad 5 und Numpad 6 ansteuern. Schöne Sache. Weitere Funktionen jetzt hier beim Traktor selber gibt es nicht, also weder IC oder sonst was. Alles aufs standardgemäßeste gehalten. So, wir machen mal wieder unseren kleinen Test, was ziemlich lustig werden wird. Selbst mit 88 PS wird er uns ja Pfötchen geben, aber so ist es halt. Das mit den Spiegeln ist sehr schade, um ehrlich zu sein, weil eigentlich ist das so Standard, aber vielleicht ist irgendwas schief gegangen, keine Ahnung. Hoffe, das wird mit dem Update dann im Allgemeinen noch nachgebessert.
Ne? Und dass die hier drinnen keine Beleuchtung ist, ist halt leider auch mehr oder weniger suboptimal. Ich meine, den einen stört, den anderen halt nicht. Ne? Manche spielen halt einfach nur in der Außenansicht, ne? Interessiert das hier drinnen nicht, ob man da was erkennt oder nicht. Aber es wird natürlich trotz all dem mit angemerkt, ist ja dementsprechend klar. Ich sag so oft dementsprechend, es tut mir leid. So, gehen wir einmal hier mit rein, gucken mal, wie das Ganze so aussieht. Jo, dynamische Schläuche, Kabel sind mit da. Oh, das managt er erstaunlich gut, muss man sagen. Also das managt er erstaunlich gut, muss man lassen. Jo, funktioniert soweit, wunderbar. Thema Lock sieht so aus, sauber, könnt ihr euch also in dem Fall auch bedenkenlos downloaden. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.